ist da. Ja, leg los, Mama. Also, hallo und herzlich willkommen zur Show jetzt auf den Punkt mit Dietmar Friedhoff. Und wir hatten unsere erste technische Panne hier am ersten Sendetag. Das gehört auch dazu, wenn man es gerade neu produziert. Sie wissen ja, dieses Kleinwichter TV ist in der Testphase. Also verzeihen Sie uns den ein oder anderen Fehler. Vielleicht ist die Technik nicht perfekt, aber die Inhalte dafür und auch die, die wir in der Afrikapolitik vertreten, gerade darüber möchte ich mich eben jetzt auch mit Dietmar Friedhoff unterhalten. Er ist unser afrikapolitischer Sprecher in der Bundestagsfraktion und Obmann im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Grüß dich, Dietmar. Grüß dich auch, Herr Jürgen, danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Also ich freue mich immer, wenn wir über dieses sehr wichtige Thema sprechen können, weil ja dadurch aber Milliarden Euro in den Boden vergraben werden und gleichzeitig fragt man sich, was letztendlich dabei noch rauskommen soll. Und diese Entwicklungshilfe wird ja auch gerne ideologisch vereinnahmt. Du hast ein Buch geschrieben, wo du auch diese wesentlichen Ideen mitverarbeitet hast. Deswegen gebe ich dir einfach mal die Bühne. Sag mir einfach mal in ein paar Worten, worum dreht es sich bei deiner Arbeit, worum dreht es sich bei dem, was du forderst und verlangst und ja, wie kann man das auf einen Punkt bringen? Genau, also mein Buch heißt Denken wir Afrika, ich zeige es mal kurz, das ist übrigens ein Auftakt einer Serie, das nächste Buch wird dann heißen Denken wir Deutschland, aber Denken wir Afrika ist insofern ganz interessant, weil an dem Kontinent Afrika vieles sichtbar wird, was wir als Deutschland, als Wirtschaftsmacht falsch machen. Es wird vieles offensichtlich, dass es die uns immer verkauft wird, formal gar nicht, gibt schon gar nicht in der Außenwirkung. Und es wird eben eins ganz offensichtlich an diesem Kontinent, dass dieses linke Utopia, was man jetzt in Deutschland richten will, eben auch nach Afrika kopiert wird und dass eine fundamentale Bruchlandung gegeben wird. Deswegen ist das ganz spannend, sich mit diesem Thema zu reiben, gerade als konservative Politiker, die wir eigentlich gerade für den Erhalt von Lokalität, Saisonalität, Nationalität, und das ist eigentlich etwas, was der afrikanische Kontinent zu Teilen vorlegt, aber ich finde diese desaströse Entwicklungshilfepolitik, die wir ablehnen, im Sichtbar. Gerade diese Entwicklungshilfepolitik der letzten 60 Jahre mit 2 bis 3 Millionen, so ganz sicher ist natürlich, wieder versenkt worden, haben eigentlich dazu geführt, dass die Staaten in Afrika so unselbstständig sind wie nie. Es gibt so viele Kriege und Konflikte wie nie, es gibt so viele Hungernde wie nie. Also eigentlich ein Drama, was da passiert ist mit dieser falschen Entwicklungspolitik. Und wir von der AfD fordern ja ein Ende dieser Entwicklungshilfepolitik hin zu einer Selbsthilfe und einer Selbstentwicklung. Das ist eine Selbstentwicklungspolitik. Und zwar auf reiner wirtschaftlicher Zusammenarbeit, sowohl zu Afrika, aber auch zum Wohle Deutschlands als Wirtschaftsnation, um letztendlich Migration dauerhaft nach Europa zu unterbinden. Nun wird ja Entwicklungshilfe dennoch gerade von den Regierenden, von der EU-Kommission als das Nonplusultra angepriesen. Und wenn wir uns auch die letzten Berichterstattungen anhören über Afghanistan, wurde ja zum Teil auch gesagt, ja, wir müssen jetzt mit den Taliban verhandeln und ihnen Entwicklungshilfe geben, damit warum sollten sie dann selbstständig werden? Aber wie äußert sich das tatsächlich im staatlichen Kontext? Ich bin auch ausgebildeter psychologischer Berater. Ja. Ich muss ja umstellen. Auf ihren eigenen Weg zu gehen leiten. Das heißt, diese Menschen formulieren eigene Ziele und damit leiten. Was Entwicklungshilfe macht, ist, man entnimmt ihnen praktisch diese Selbstständigkeit, indem man praktisch Ziele vorgibt und die Menschen dann eigentlich mit Hilfe dahin führt, was sie aber gar nicht wollen. Das haben wir in Afghanistan auch gesehen. Man geht mit einer europäischen Brille oder einer deutschen Brille dahin, wobei diese Menschen müssen das genauso wollen, wie das natürlich totaler Blödsinn ist. Und das führt dann eben dahin, dass man nach 20 Jahren Einsatz genau da steht, wo man am Anfang aufgestanden hat. Und das ist etwas, was so eben nicht funktioniert. Du wolltest ein Beispiel, also die Korruption in Afrika ist ja so hoch, finde ich. Und jetzt muss man sich überlegen, dass man diesen Führungseliten Entwicklungshilfsgelder gibt, in der Hoffnung, dass es irgendwie eingesetzt wird.
Aber ein Großteil dieser Entwicklungshilfsgelder versickern nämlich genau in diesem Apparat. Und zwar versickt es in Korruption, sodass die Menschen vor Ort, worüber wir eigentlich reden, eigentlich gar nichts davon haben. Ja. Und dann hat man so ein paar Prestigeobjekte, Projekte. Und was sich eben um das ganze Thema auch gebildet hat, ist eine sogenannte Entwicklungshilfeindustrie. Ich habe ja mal bei einer Rede gefragt, den Entwicklungsminister Müller, sagen Sie mir doch mal konkret, wie viel Cent von einem Euro wirklich vor Ort bei einem Menschen ankommt, was vorher nicht schon im Wasserkopf der GITS, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit oder wie auch immer, in diesem ganzen Verwaltungsmoloch, würde ich es mal sagen, versickert irgendwo. Und wenn man das mal allein guckt, die GITS hat 22.500 Mitarbeiter in Deutschland, die sich um das Thema Entwicklung kümmern. 22.500 Mitarbeiter. Jetzt mal ganz davon abgesehen, wie groß das Entwicklungshilfeministerium ist oder Entwicklungsministerium ist. Wenn ich mir das mal alles gucke, wo da Gelder versickern, dann ist das wirklich eine Industrie, die sich selbst nährt und natürlich eins zum Ziel hat, sich selbst zu erhalten. Und das ist ja das große Drama. Und dann muss man schon fragen, geht es wirklich um die anderen oder eigentlich nur um Shishi, aber um sich selbst zu erhalten. Das ist eben das, was wir ablehnen. Deswegen werden wir auch immer bekämpft bei allem, was wir tun, weil wir genau da reinstoßen und sagen, das ist so unseriös, das macht man so nicht. Wir wollen wirklich weg von dieser Hilfe hin zu reiner wirtschaftlichen Zusammenarbeit, weil es perspektivisch doch nur sein kann, wenn ich Menschen vor Ort Perspektive gebe, indem sie wirklich arbeiten, zwar für einen Lohn, wo sie auch von leben können, dann wird auch kein Afrikaner nach Europa gehen. Warum? Ja, die sind ja nur auch verwurzelt. Und man darf da auch nicht verkennen, dass es ja auch eine Migrationsindustrie gibt, die natürlich auch davon wieder lebt, dass Menschen auch zum Spielball werden. Und Migration ist natürlich letztendlich auch eine Waffe gegen Europa, ja, eine Waffe, stabile Staaten richtig zu gefährden. Das sehen wir ja jetzt 2015, große Flüchtlingswelle. Und da muss man wirklich gegenhalten. Die AfD hält dagegen. Das wollen die anderen natürlich nicht hören. Aber wer ein sicheres Europa, ein sicheres Deutschland möchte, der kann gar nicht anders als AfD wählen. Weil alle anderen, das sehen wir jetzt auch in Afghanistan, wollen ja Flüchtlinge, wollen das wirklich tun. Selbst die CSU, da kann man nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Syrien und auch Afghanistan sind sehr gute Stichworte, weil sie ja tatsächlich mit auch eine der Hauptempfängerländer sind, genau, von deutscher Entwicklungshilfe. Und wir reden da ja doch über jede Menge Kohle. Also ich habe eine Zahl gelesen, vielleicht hast du noch eine noch aktuellere, aber 21,75 Milliarden Euro, die jährlich Deutschland an Entwicklungshilfe bezahlt. Das ist ein Batzen. Das ist größer als mancher Etat, den wir für deutsche Zwecke brauchen. Und dazu gibt ja noch die Europäische Union um die 75 Milliarden im Jahr. Wenn ich das wieder umrechne auf den deutschen Anteil, dann ist Deutschland bei 45 Milliarden Euro Entwicklungshilfe dabei, die, wie du sagst, eben nicht vernünftig ausgegeben werden. Was könnte man mit diesen, würde man jetzt zum Beispiel 45 Milliarden Euro tatsächlich in diesem Volumen investieren wollen, um Menschen in anderen Ländern zu helfen? Wo wäre oder wie wäre das Geld besser investiert? Ja, also das reine Entwicklungsbudget in Deutschland, was der Herr Entwicklungsminister Müller hatte, waren 12,5 Milliarden. Aber wenn man die anderen Gewerke, die überall was da auch tun, ne, dann kommen wir schon auf solche Zahlen. Das ist schon richtig. Ja. Das ist ja dann Fluchtursachen bekämpfen aus anderen Ressorts und was weiß ich. Also enorme Menge. Ich möchte da mal ein Beispiel nennen. Deutschland ist ja gerade dabei, seine komplette Sicherheit als Industrieland durch eine komplett gescheiterte Energiepolitik zu gefährden. Das heißt, wenn wir so weitermachen, können wir unseren Standort schon nicht mehr sicherstellen mit viel Windkraft, mit viel Sonne. Wenn wir unsere Kohle frühzeitig abschalten, Atomkraft abschalten, Gas am besten auch nicht mehr machen. Das heißt, wir opfern gerade unser Netz für irgendwelche illusorischen grünen Träume. So. Und Deutschland kann aber, oder im Gegenzug wird gerade in Afrika, werden hunderte von Kohlekraftwerken gebaut, weil die Afrikaner natürlich mit chinesischer Hilfe jetzt sehr schnell viel Energie brauchen, um überhaupt als Wirtschaftsstandort interessant zu werden. Und jetzt ist die Krux ja darin, wenn ich über Nachhaltigkeit spreche und über Umweltschutz spreche, ich rede hier nicht von Klima, sondern von Umweltschutz spreche, wäre es doch rein theoretisch richtig und sinnvoll, wenn das Land, was die saubersten Kohlekraftwerke baut, Deutschland, diese Kraftwerke baut. Jetzt sagt aber Friday for Future, gab es einen riesen Ausschrei, Siemens wollte ja eins bauen. Da gab es einen riesen Ausschrei und dann hat Siemens das abgelehnt, es zu bauen,
weil es ja nicht gewünscht ist, in Deutschland Kohlekraftwerke zu bauen. Das heißt, die besten Technologien, die es gibt in Deutschland, die sehr auf der Welt, würde ich mal sagen, die sehr nachhaltig sind, gerade im Bereich auch Kohle, Gas, Wasserstoff, was zukünftig ja auch kommen wird, oder Atom, wir bauen es nicht, weil es unserer Ideologie nicht mehr entspricht. Aber es wird ja trotzdem gebaut, aber dann eben von Ländern, die es nicht so gut können, nicht so nachhaltig können. Und da merkt man doch schon, dass das ja komplett aus dem Ruder läuft. Und Deutschland, wenn sie denn Player sein wollen, genau wie Europa, müssen eben solche Technologien anbieten. Aber was machen wir? Wir reden davon, dass wir jetzt in Afrika Windräder aufbauen, riesen Solarfarmen und was weiß ich. Also es ist am Blödsinn nicht mehr zu überbieten, was wir da machen. Herr Müller hat ja gesagt, sein Traum ist es in den nächsten 20 Jahren, dass in jede Hütte Afrikas eine Steckdose ist. Und ich sage, ah, wer schließt die denn an? Und wo hängt denn da der Sicherungsautomat, Herr Müller? Können Sie mir das mal erklären? Und wo ist die Trafostation, die es vorher runterregelt? Und sind da auch Rauchwarnmelder? Und so weit denkt nicht. Also das ist immer so ein Utopia. Und so schnell, wie du in Afrika im Boden Kupfer vergräbst, um Strom zu leiten, so schnell wird es auf der anderen Seite schon wieder ausgebuddelt und auf den Schwarzmarkt verkauft. Also das ist Realität. Und Utopia und Ideologie der anderen, das klafft so weit auseinander, also ist ein wirklicher Irrsinn. Aber interessant wird da eins, und mich gleich so fortführen darf, ist ein ganz spannendes Thema. Und zwar ist ja eines der Big Points im Bundestagswahlkampf das Thema Klima. Mhm. Und ich sage ja schon, und jetzt sagen wir als AfD, der Klimawandel ist ein natürlicher Klimawandel, im Gegensatz zu den anderen, die sagen, es ist ein menschgemachter Klimawandel. Und ich bin ja immer der, der sagt, es geht ja auch nicht um Klimaschutz, sondern wir müssen viel mehr Umweltschutz betreiben. Und ich möchte mal deswegen ist Afrika sehr interessant, den Blick mal nach Afrika lenken insofern. Es geht ja um das Thema CO2, ja, wo die anderen sagen, wir müssen Deutschland CO2-neutral machen. Und den ganzen Blödsinn, dass da für den Schluss kommt. So, und jetzt bist du in Afrika und man will uns ja erklären, dass das ein Klimawandel ist, dass das trockener wird und alles ganz schlimm ist. So. Was sie aber komplett ausblenden, sind Folgendes. Erstmal wird Afrika in den nächsten 30 Jahren sich von 1,3 Milliarden Menschen auf 2,5 Milliarden Menschen verdoppeln. Diese Zahl, auch deutsch, also weltweit, von 7,7 auf 10 Milliarden. Das heißt, wir bekommen jedes Jahr 80 Millionen Menschen dazu. Und diese Zahl finde ich in diesen ganzen Betrachtungen nicht, also dieses Thema Übervölkerung, Bevölkerungsexplosion oder Bevölkerungsdynamik, spricht keiner drüber. Zumal die Menschen, die es ja jetzt gibt, auch mehr Konsum haben werden. Das heißt, wenn es denn CO2 wäre, müsste man doch erstmal gucken, dass man die Population der Gesamtmenschheit mit in die Betrachtung rückt und versucht, es zumindest die Dynamik daraus zu bekommen. Und das Zweite ist, Madagaskar hatte bis vor 20 Jahren 80% tropische Bewaldung aus seinem Land Madagaskar. Hat jetzt nur noch 5%. Äthiopien hatte 60%, jetzt nur noch 3% Wald. Weil die Chinesen abholzen wie die Bekloppten, weil die bauen. Und die Afrikaner, bedingt dadurch, dass sie halt sehr schnell viele Menschen haben, das als Brennholz nutzen. Das heißt, wenn es doch CO2 wäre, dann müsste ich doch als Menschheit alles tun, um diese Bewaldung zu erhalten. Das wäre erstmal sinnig, oder? Das wäre, wo ich sagen würde. Ja. Aber die Bäume werden weggeknallt, wirklich weggeknallt. Jetzt so ein Witz an der Sache ist, die Deutschen machen dann ein Entwicklungsprojekt, indem sie aufforsten und bewalden, und die Chinesen fahren dann hinter den deutschen Projekten her und roden die Wälder wieder ab. Also das ist ja an Zynismus nicht mehr zu überbieten. So, und was passiert jetzt, wenn du, nennen wir mal Äthiopien, wenn du jetzt diese Bäume dem Land entziehst, dann sinkt ja der Grundwasserspiegel, weil die Bäume normal das Wasser oben haben. Und du bekommst plötzlich, weil du keine Bäume mehr hast, eine Erosion des Bodens, was die Landwirtschaft schwerer macht. So, und jetzt siehst du aber auf den Fotos der Grünen dann immer diese trockene äthiopische Landwirtschaft, trocken Böden reißen auf und sagen, das ist der Klimawandel. Ich sage, nein, ist doch Quatsch, kein Klimawandel, ist eine Umweltzerstörung. Ja, wenn ich die Bäume wegknalle, muss ich mich nicht wundern, dass es so aussieht. So, und das ist die Verlogenheit dieser grünen Politik. Ja, das siehst du auch in der Akama-Wüste in Chile, wo das Lithium gewaschen wird. Es wird so viel Trinkwasser dafür benutzt, dass der Grundwasserspiegel sinkt, also der Grundwasserspiegel, und deswegen die Landwirtschaft im Umkreis dieser Wüste abtrocknet und die Böden erodieren. Und dann sagen alle, guck mal, Klimawandel, nein. Stimmt gar nicht. Für die E-Mobilität wird Wasser verbraucht, was letztendlich
eine Umweltzerstörung hervorruft, die Böden austrocknen lässt. Das hat mit Klima, mit dem, was wir uns verkaufen wollen, nichts zu tun. Und da entdeckt man ganz schnell diese grüne Lüge, ja, gerade auf diesem Kontinent, wenn man mal genau hinguckt. Aber das finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Aspekt, den du angeschnitten hast, weil ja doch vieles an der Medienberichterstattung, an der grünen Werbung ja tatsächlich im Endeffekt versucht, alles irgendwie auf den Klimawandel zu attribuieren. Aber tatsächlich der menschengemachte Faktor der Umweltzerstörung, wir reden jetzt nicht über Klimaemissionen, sondern wir reden über Umweltzerstörung, dabei ja bewusst vernachlässigt wird. Also wer spricht denn außer uns überhaupt noch von Umweltschutz? Richtig, was ja ein klassisch konservatives Thema ist, ne? Genau. Ja. Aber das wird ja völlig vernachlässigt zugunsten eines Klimaschutzes, wo alles im Endeffekt reduziert wird auf diese CO2-Thematik, vielleicht noch ein bisschen Wasserthematik, aber auch wieder nur global betrachtet und eben nicht regional, wie du es gerade dargestellt hast, wenn ich natürlich Böden abholze, wenn ich natürlich irgendwo zu viel nutze, dann komme ich natürlich letztendlich zu einer Erosion des Bodens und zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels und habe dann natürlich die Bilder, die dann aber im Endeffekt ja wieder eine Politik befördern würden, die das ja wiederum verlängern würde. Genau, diese Klimapolitik der Grünen würde ja entsprechend ja eben nicht dazu beitragen, dass dort jetzt irgendwie Wälder aufgeforstet werden oder tatsächlich wachsen, sondern wie du dargestellt hast, sind die wirtschaftlichen Interessen der Chinesen ja eben durchaus gegeben und führen dann dazu, dass diese Wälder eben auch verschwinden. Also das ist, Wald ist ja ein Aspekt, Wasser ist noch ein ganz wichtiger Aspekt. Insofern, nennen wir mal E-Mobilität. Ja. Die AfD sagt, fördern wir den Diesel weiter. Es ist das sauberste Auto, es ist ein verträgliches Auto. Und bevor es nicht eine richtige, wirkliche Alternative in der Mobilität gibt, kann man den Diesel gar nicht vor die Wand fahren. Das ist ja ein Irrsinn, was wir machen, auch für die deutsche Industrie. Aber jetzt nehmen wir mal die grüne Lüge Teil 2, E-Mobilität. E-Mobilität ist sauber. So. Der Akku besteht ja aus Kobalt, Lithium und Nickel. Und wenn ich jetzt mal gucke, wo Kobalt zum Beispiel, nicht Kobold, ne, Frau Baerbock, also Kobalt abgebaut wird, zum Beispiel im Kongo, da arbeiten wirklich Kinder unter menschenunwürdigen Bedingungen, um diese Rohstoffe aus dem Boden zu holen. Das hat auch viel mit Korruption und was. Das heißt, das ist erstmal auch kein sauberer Rohstoff, es muss auch kein nachwachsender Rohstoff, der jetzt natürlich mit viel Wasser und mit viel Chemie freigewaschen wird, sage ich mal. Was ja wieder natürlich ein Riesenproblem ist für die ländliche Bevölkerung in diesen Ländern, weil man praktisch ihr ganzes Lebensumfeld chemisch platt macht, wenn man das so will. Ne? Nicht nur menschenunwürdig, sondern auch eine nachhaltige Umweltzerstörung. Lithium, haben wir gerade drüber gesprochen, braucht elendig viel Wasser, um praktisch reingewaschen zu werden. Dann gibt es Salzlaugen, also Salzlachen, Salzwasser, sage ich mal, was eben kein Trinkwasser mehr ist. Ne? Und wenn ich die CO2-Bilanz dieses Akkus rechne, und das vernachlässigen ja alle, und wir sprechen immer von diesem Ressourcenrucksack, dann hat ein großes ein großes Elektroauto, müsste 120 bis 150.000 Kilometer fahren, um zu einem Diesel CO2-neutral überhaupt zu werden. Ja. Dann spricht keiner davon, wie die Akkumulatoren entsorgt werden. Vermutlich schmeißen wir die demnächst dann auch wieder nach Afrika in die Wüste. Keiner weiß, wie diese Akkus entsorgt werden. Weiß keiner. Es gibt kein Entsorgungskonzept. Das war ja das große Problem der Atomenergie, wo alle gesagt haben, oh Atom. Jetzt fragen wir doch mal, wo gehen die Akkus hin? Es weiß keiner. Ja, und das sind schon mal zwei wesentliche Punkte, die schon mal diese Lügen aufdecken. Aber das scheint ja in dieser ganzen Ideologie auch gar keinen zu interessieren. Und das Dritte ist, diese Akkus sind ein unwahrscheinlicher Gefahrenherd in der Mobilität, in dem Moment, wo sie nämlich anfangen zu brennen. Und es gibt keine Löschkonzepte. Wenn sie gibt, das gibt ja mit versenkenden Container. Die Feuerwehren sind in der Regel nicht ausgestattet dafür, diese Brände zu löschen. Und mir hat mein Feuerwehrchef hier in Hannover gesagt, das größte Chaos, was hier passieren könnte, wäre eine Massenkarambolage auf der A2 mit mehreren Elektroautos. Die brennen ja mit einer Hitze ab, das ist ja unfassbar. Also über das Sicherheitsrisiko spricht keiner. Es spricht auch keiner darüber, dass es faktisch gar nicht möglich ist, wenn jeder Deutsche ein Elektroauto fahren würde, die überhaupt zeitgleich aufzuladen. Ja. Also das ist ein Schwachsinn, was hier passiert. Ne? Und Hauptsache aber das eigene Zerstören. Es geht ja hier um die deutsche Wirtschaft, deutsche Autoindustrie. Und da scheinen die anderen ja alles für in Kauf zu nehmen. Und ich sage nur CDU, SPD, Grüne.
und alle, die da sonst rumsitzen, außer AfD, versuchen gerade Deutschland nachhaltig zu schaden. Das merkt man richtig. Die Frage ist nur, warum? Und warum akzeptieren die Wähler das? Und warum sind diese Parteien überhaupt noch so stark? Das ist ein wunderbares Plädoyer, weil es ja tatsächlich so ist, dass die Grünen eine Abkehr letztendlich von der Vernunft fordern. Oder auch nicht nur die Grünen, sondern auch die Union, die SPD. Sie stimmen ja alle in diesen Gleichklang mit ein. Genau. Der letztendlich auf der einen Seite die Axt an der Basis unserer Wirtschaft legt, an einer guten Technologie, und auf der anderen Seite versucht, eine Technologie zu forcieren, die weder praktikabel ist, noch tatsächlich nachhaltig. Und das Gleiche gilt ja übrigens auch für Photovoltaikzellen, die ja auch ein Entsorgungsproblem haben, wenn wir mal das weiter aufgreifen. Aber vielleicht mit deinem Blick nach Afrika, wie gehen die Länder in Afrika mit dieser ganzen Thematik um? Also die müssen sich doch eigentlich komplett an den Kopf fassen, wenn sie jetzt irgendwie über die Energiepläne Deutschlands hören und was das dann wiederum für sie bedeutet. Also gibt es da auch tatsächlich Regionen, etwa denen große Umweltzerstörungen drohen wegen der Ausbeutung, die da tatsächlich auch ein bisschen Angst vor dieser ach so tollen ökologischen Zukunft haben? Also vom Prinzip gibt es mittlerweile viele Länder, die sich natürlich von diesem, wie soll ich da sagen, von diesem Effekt lossagen. Also der Deutsche kommt ja immer, ich zeige dir jetzt mal, wie die Welt funktioniert. Der Chinese tritt da ja ganz anders auf. Der Chinese kommt und sagt, wir haben eine gleiche Vergangenheit, wir sind ja alle mal von Europa drangsaliert worden, wir Chinesen sind jetzt Partner Afrikas und schreiben euch gar nicht groß vor, was ihr dazu macht, sondern wir bauen euch Straßen, wir stellen euch alles sauber hin. Und wobei der Effekt gerade auch kippt, weil die Chinesen natürlich da auch doch sehr stark in das ganze System eingreifen. Aber dieser Bevormundungseffekt stößt die Afrikaner schon vor den Kopf. Deswegen ist ja dieses Post-Cotonou-Abkommen Teil 2, was jetzt kommen sollte, noch gar nicht in trockenen Tüchern. Weil man da, da ist ja von Inklusion und Frauenrecht, wo sie sagen, was wollt ihr von uns? Könnt ihr uns einfach mal in Ruhe lassen? Ja, das ist auch das Erste, was Grüne immer, wenn sie in Afrika sind, fragen, wie viele Frauen im Parlament sitzen und ob man nicht Frauenquoten einführt. Kommt die Mann nach harschen afrikanischen Staaten, ist das zielführend, also irre, was da läuft. Und die wehren sich jetzt auch. Und es gibt ja mittlerweile viele afrikanische Aktivisten, das muss man sich mal vorstellen, die sagen, lasst uns einfach in Ruhe. Ja. Lasst uns doch einfach in Ruhe. Weil der afrikanische Kontinent, wenn man es mal betrachtet, ist ja ein Kontinent, der sich rein theoretisch selber versorgen kann. Das ist ja ein Wahnsinnskontinent mit vielen, vielen Möglichkeiten. Aber wenn ich in den Power immer entziehe, zum Beispiel leben ja die Amerikaner und auch Deutsche ja auch davon, dass sie Weizen und alles nach Afrika exportieren. Und wir tun ja immer so, als ob sie es nicht selber können. Aber wenn ich seit 60 Jahren nichts anderes mache, ihn praktisch gar nicht zu zeigen. Also wenn du einen Menschen erfolgreich machst, angel nicht für ihn, sondern zeig ihn, wie er selber angeln kann. Also das ist ja das Prinzip. Aber da steckt eben diese kranke Entwicklungshilfepolitik hinter. Und wir entziehen diesem Kontinent ja alle Rohstoffe, ohne dass eben, da geht es ja mir drum und eben auch der AfD-Fraktion, ohne dass Wertschöpfung vor Ort passiert. Und ich nenne dir mal ein Beispiel. Ist vielleicht ganz interessant. Benin baut Baumwolle an. Und 80% der Baumwolle verlässt den afrikanischen Kontinent mit großen Schiffen, mit Schweröl, ne, und bringt die Baumwolle nach China. Afrika wird die Baumwolle im Mindestlohnsektor angebaut. Ungefähr verdienst 1,50 Euro am Tag für den kleinen Bauern. Es geht die Baumwolle, wo auch viel Wasser drin ist, nach China. Dort wird diese Baumwolle jetzt im Mindestlohnsektor verarbeitet zu Garn, sagen wir mal. Dann geht mit dem Flieger die Baumwolle nach Indien, wo sie dann am Ganges unter auch wieder Hammerbedingungen am Ganges mit viel Chemie, mit viel Umweltverschmutzung gefärbt wird und zu Stoffen gemacht wird. Dann mit dem LKW von mir aus in die Türkei, wo sie dann aus dem Stoff einen Anzug machen. Und dann geht dieser Anzug mit einem Fairtrade-Knopf, weil die Deutschen das so toll finden, für wenig Geld in irgendeinen Billigladen. So. Und dann kaufst du jetzt dieses Hemd. Und jetzt überleg dir mal, welchen Weg diese Baumwolle und wie viel CO2 diese Baumwolle jetzt schon mit sich trägt, bis jetzt bei uns am Krabbeltisch, bei Famila oder was weiß ich, landet. Und du dir für 7 Euro das T-Shirt anziehst, dreimal trägst und dann kommt das T-Shirt in Altkleidercontainer und diese Altkleider schmeißen wir dann auf den afrikanischen Markt und sagen, hier, tragt doch die alten Klamotten.
So, das ist doch ein Irrsinn. Und wir sprechen davon, wir müssen wieder mehr nationaler denken, mehr nationaler verarbeiten, weniger Globalisierung. Wir haben es ja bei der Corona-Krise gesehen, wir können doch nicht mehr Atemschutz oder Masken, wir haben gar keine Kapazitäten mehr. Und vor 30 Jahren gab es noch Boss, Adidas, wir haben alles in Deutschland produziert. Ne? Ja. Und das, was ich sage, ist, warum verarbeiten die Afrikaner ihre Baumwolle nicht in Afrika? Ja, das ist ja CO2-Traum, ne? In Afrika, machen praktisch ein Kleiderlabel Made in Africa und versorgen damit ihre afrikanischen Märkte. Und warum machen die Deutschen nicht in Deutschland ihre Anzüge für Europa und Deutschland selber? Das wäre doch mal nachhaltig, das wäre doch mal echt konservativ. Lokal schlägt global, wie wir es auf dem Wahlplakat stehen haben. Genau. Und immer wenn ich an diesen Spruch denke, ich muss einfach immer wieder an diese Demonstration denken, die ich in Frankenberg-Eder hatte in Hessen, wo tatsächlich irgendwie die Antifa auf mich zumarschierte und ich war da oben auf der Bühne. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du die Flucht nach vorne machen, weil Veranstaltung abbrechen geht nicht. Und habe die dann eingeladen, sie sollen jetzt Fragen stellen und haben mir so einen Typen rausgegriffen. Und der stellt dann eiskalt die Frage, ja, warum? Warum unterstützt du diese Imperialisten? Ihr seid ja alle Imperialisten, ihr wollt ja alle, dass Google, Facebook, sonst was übernehmen. Nein, also wer das noch nicht weiß über die AfD, wir wollen tatsächlich den deutschen Mittelstand stärken. Wir wollen etwas gegen diese Ultraglobalisierung tun. Und ich glaube, dass das im Endeffekt auch ein Element tatsächlich des Umweltschutzes ist oder ich möchte es nicht Klimaschutz nennen, sondern eher Ressourcenschonung. Also das Problem, was ich mit der massenweisen Verbrennung von, was weiß ich, Öl habe, ist, dass es halt wirklich den nachfolgenden Generationen nicht mehr in der Form zur Verfügung stehen wird, wenn wir es heute verheizen. Aber dann sollten wir uns auch überlegen, ob wir zum Beispiel solche Baumwolle quer durch den Kontinent schicken und das dann entsprechend eben auch politisch ja auch unterstützen, so wie du gesagt hast, eben durch die Politik, die angeleiert wird, durch die Bundesregierung, durch die sogenannte Entwicklungshilfe und andere Dinge. Vielleicht könnte man tatsächlich diese Entwicklungshilfe umwandeln in ein, lernt es selbst zu tun, euch selbst zu versorgen und dann aber natürlich auch mal darauf verzichten, irgendwie zu versuchen, den afrikanischen Markt weiter zu dominieren. Genau, also man Senegal zum Beispiel, wenn man da einkaufen geht, da sieht man sehr viele Waren zum Beispiel aus Frankreich. Und die werden so billig, das muss man vorstellen, die EU durch ihre Subvention schafft es ja wieder, dass wir praktisch, nennen wir mal Zwiebeln, Zwiebeln so billig produzieren können und damit den afrikanischen Markt überschwemmen, dass es für den Kleinbauer da gar nicht möglich ist, überhaupt preisgerecht zu produzieren. Und weil das nicht kann, legt man dann, das ist ja der Irrsinn, ne? Entwicklungsprojekte auf, wo man den Kleinbauern wieder fördert, damit er so Pseudo-Zwiebeln anbaut und steckt ja wieder, ich sag mal, Millionen rein. Ist doch ein Irrsinn, oder? Ist doch, einerseits kriegen die Bauern in Europa Subventionen, um irgendwie die Bauernschaft ruhig zu halten, auf der anderen Seite, und dann machen sie es noch nicht mal so, dass die europäischen Staaten ihre eigenen Völker, sag ich mal, vernünftig mit Nahrungsmitteln versorgen können, weil wir jetzt lieber Mais anbauen für Biogasanlagen und so ein Blödsinn. Ja. Und auf der anderen Seite überschwemmen wir Märkte, auf der anderen Seite, die wir dann aber auch wieder fördern mit anderen Entwicklungstöpfen, wie auch immer. Und wenn man da mal genau hinterguckt, das ist doch alles nicht mehr normal, was hier passiert. Und das alles, wir fördern ja schon lange saisonal, national und von mir aus noch kontinental. Aber dieses globalisierte Denken, was ja eigentlich die Großen wollen, läuft uns Konservativen ja zuwider, weil wir wollen aber auch bei Europa. Wir sind ja nicht gegen Europa, ist ja ein Schwachsinn, wir sind gegen die EU als große Krake, die alles verwalten will, sondern ich glaube, keine Partei im Deutschen Bundestag ist so ein glühender Europäer wie wir von der AfD. Wir sind glühende Europäer, aber wir wollen ein starkes Europa von Nationalstaaten. Das ist auch genau richtig so, nationale Verantwortung. Und das leben uns teilweise die afrikanischen Staaten übrigens vor, weil die eben noch wissen, was Nationalstolz zum Beispiel ist, den wir in Deutschland langsam in die Tonne treten, weil das die Links-Grünen gerne so hätten. Ja, ein glühendes Plädoyer für Europa, der nationalen souveränen Staaten, dem ich mich gerne anschließe, ein glühendes Plädoyer, Afrikapolitik anders zu machen, ein glühendes Plädoyer, Umweltpolitik anders zu machen. Dietmar, du bist gleich zweimal zu wählen, wenn man so möchte. Direktkandidat bist du wahrscheinlich auch irgendwo. Ne? Direktkandidat Hannoverland 1, Wahlkreis 43, genau. Also Dietmar kann man dreimal wählen. Einmal im Wahlkreis 43, in der Landesliste Niedersachsen für die AfD und natürlich im Buchladen mit seinem neu erschienenen Buch über Afrika und geeignete Afrikapolitik. Ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir. Und für dieses wirklich sehr erhellende Gespräch. Vielen Dank und noch einen schönen Tag dir.
Norbert, ich danke dir. Viel Spaß und viel Erfolg noch deinem Sender. Tolle Sache. Danke, tschüss. Gerne, tschüss.